Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein neues Survival-Game, in dem wir schrumpfen. Es heißt Grounded und ist jetzt neu bei Steam seit dem 28.07. Weitere Informationen zum Game findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich zeige euch heute, wie ihr den ersten Teil der Startquest erledigt und die wichtigen ersten Schritte zum Überleben. Wenn euch das Video gefällt, dann macht den Like-Button blau und lasst mir gerne auch ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Also dann, auf geht's und viel Spaß! So, da geht es auch schon los. Ihr seht hier einmal das Xbox Live Login. Ich persönlich habe es bis jetzt ignoriert. Ist nur wichtig, wenn ihr wirklich im Multiplayer spielen wollt. Ich mache nur den Singleplayer für euch erstmal. Das ist natürlich dafür, um euch zu zeigen, was ihr machen müsst. Deswegen ignoriere ich das erstmal. Und ihr seht oben in der Ecke, es ist auch der Offline-Modus. Als nächstes haben wir hier die Charakterauswahl und hier könnt ihr dann auch den Schwierigkeitsgrad einstellen und ihr könnt wählen zwischen Max, Willow, Pete oder Hoops. Und ich spiele aktuell immer mit Hoops, warum auch immer. Aber dann würde ich einfach sagen, wir starten das Game und ja, viel Spaß in der ersten Frequenz. Can't remember what happened. Hey, where am I? What the heck is this place? Everything seems so big. Whoa. Or am I really, really small? Okay, game plan. Figure out where I am, find out what happened, then knock it down hoop style. So, wir können es in der First bzw. in der Third Person spielen, das Game, und können mit U das einmal umschalten. Whoa, I'm not just small, I'm tiny. This is freaking awesome. But how the heck did I end up here? Coach always says, keep your eye on the ball. So, dann gebe ich euch einen Tipp. Auf dem Weg, egal wo ihr hingeht, lootet, was das Zeug hält. Packt euch wirklich ein, wenn ihr seht, ihr könnt was greifen und könnt es gleich so mitnehmen, dann nehmt es auch mit. Ich zeige euch jetzt, dass man Wasser auch rein zufällig finden kann, und zwar hier an solchen Grashalmen. Da braucht man wirklich dann nicht mal eine Axt haben, man braucht wirklich nur einmal gegenklopfen und wie ihr seht, fällt er dann einmal runter und dann müsst ihr ihn mehr oder weniger nur fangen und könnt daraus direkt trinken. Das ist dann sauberes Wasser und ist natürlich besser, als wenn ihr aus irgendeiner komischen Pfütze trinkt. Und Pilze könnt ihr zwischendurch auch so essen, findet der Charakter nicht ganz so toll, aber tut es für die Nahrungsaufnahme auch erstmal. So, und dies ist euer erstes Ziel. Das ist, ja, sowas wie eine Base, würde ich jetzt mal ganz kurz behaupten. Hier steht ein Computer drinne. Und wie ihr seht, könnt ihr mit diesem Computer interagieren. Ihr könnt Sachen, die ihr gefunden habt, hier analysieren und seht dadurch, ja, was ihr mit diesen Sachen machen könnt. Ihr habt eine Batterie und könnt gleichzeitig immer drei Sachen oder auf die Schnelle drei Sachen analysieren. Und diese Batterie lädt sich nach einer Weile wieder auf. So könnt ihr später dann weitere Sachen analysieren. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht levelbar ist, aber das wird sich dann im Laufe des Spiels zeigen. So, über Tab kommen wir dann auch wieder wie gewohnt in unser Inventar. Und hier seht ihr bei dem, ja, ich würde es mit Spross übersetzen, haben wir den roten Punkt. Das bedeutet, das haben wir noch nicht analysiert. Und dann kommen wir hier einmal ins Craft-Menü. Ihr seht, hier können wir die gewebte Faser herstellen aus den Pflanzenfasern. Brauchen wir dann für die Fackel und die Kieselaxt. Ich stelle mir jetzt hier ein bisschen was her. Und wir brauchen für die Fackel dann noch einmal trockenes Gras. Das müssen wir uns gleich noch besorgen. Machen also erstmal die Axt. Und dann suchen wir uns jetzt trockenes Gras, erkennbar daran, dass es braun statt grün ist. Und wir brauchen wirklich nur ein, zweimal gegenhauen.
und haben dann die ja, trockenen Grasfasern vor uns liegen. Und hier ist unsere erste Begegnung mit einer Ameise. Und ihr seht wirklich, sie guckt, fühlt einmal nach uns und geht dann weiter. So, dann sind wir wieder im Craft-Menü und haben jetzt bei der Fackel alles zusammen und können uns die einmal machen. Die brauchen wir einmal für die Quest. Und dann geht's weiter. Und noch ist alles auch relativ nah. Und hier sehen wir schon, da müssen wir hin. Und einmal diese Maschine, die mysteriöse Maschine, einmal untersuchen. Wir sind wirklich so klein, wir können hier reingehen. So, und ohne lang zu fackeln, wir müssen auch direkt einmal hier zu den Knöpfen. Drücken einmal bei Target. Und sehen, wie die Laser angehen. Und der erste Laser, der wackelt so ein bisschen. Und da sehen wir, dass wir dorthin müssen. Und das gehen wir jetzt einfach mal untersuchen. Das ging auch einmal ganz schnell. Und ihr seht schon dazwischen drinne, es sind hier irgendwelche kleinen Viecher, die dort an dem Kabel rumknabbern. Und die müssen natürlich weg. Nebenbei wieder einpacken. Und einmal, ach, ich habe mir hier einen Speer gemacht, der ist ein bisschen besser bei den Viechern auf jeden Fall. So, und ihr seht hier Alarm. Und die greifen einen nämlich von selber an. Wenn man hier so ein bisschen am Kabel sich vorbeischleicht, dann kommen die auch so schnell nicht zu einem hin. Aber immer ein bisschen aufpassen. Licht anmachen. Oh, da, ja. Einmal wegmachen. Und da gehen wir jetzt die alle mal beseitigen. Und ihr hört es auch immer an der Musik, wenn irgendetwas in der Nähe ist, was euch angreifen möchte. So, und wie bei jedem Survival Game, looten, looten, looten. Das ist wirklich klar. Und hier seht ihr, da ist nochmal Quarz. Den könnt ihr mit einem Hammer abbauen. Und jetzt habe ich das Kabel von allen Rasenmilben befreit und laufe einmal zurück. Da sind wir auch schon zurück. Ihr seht, der Laser funktioniert jetzt wieder. Und einer ist jetzt aber noch nicht in Gange oder einer kriegt kein Signal. Also müssen wir dort die Blockierung aufheben. Dafür nehmen wir einfach wieder unsere Axt. Hauen hier gegen das Gras. Und dann ist auch das schon erledigt. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal die Maschine. Beziehungsweise er sagt uns jetzt, wir sollen sie noch genauer untersuchen. Hier blinkt jetzt das Activate und das drücken wir. Und das passiert, wenn die Hinterhofforschung nicht funktioniert. Da brennt dann auch mal ein halber Baum. Wie genau das weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis dann.